Hallo, ich bin Nora Tschirner. Hallo, ich bin Elias Mbarek und habe gerade meinen neuen Kinofilm gedreht. Offroad. Herzlich willkommen im Kino des Maitaurus! So haben wir uns das gedacht. All die beiden, die liebe Schauspieler, die jetzt draußen warten und noch gleich zu euch reinkommen, noch heute zwei weitere Kinos zu tun haben. Also wir machen jetzt keinen Feierabend nach hier. Deshalb will ich euch gar nicht lange auf die Folter sparen. Ich rufe Sie jetzt nach vorne. Bitte natürlich jeweils um einen riesen Applaus. Als erstes darf ich unsere beiden, ich sage jetzt mal ganz fies, böse Geschäftsleute auf die Bühne bitten, die hier die fiesen Kerle sind. Und zwar ist das einmal der Thomas Frenzel und Stefan Rudolf. Dann haben wir noch einen jungen Mann, den habt ihr vorhin fast nicht weggelassen und wieder wollte Foto und wieder ein Autogramm und wieder ein BH abgeben. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen, Elias Simbarek! Habt ihr irgendeine Frage, die ihr jetzt hier stellen wollt? Jeder hat ein Mikro, jeder kann das beantworten, aber dann müssen wir kurz eine Frage von euch hören. Weißt du, was passiert, wenn wir jetzt mit dir anfangen? Nicht? Wenn wir jetzt Ja sagen, dann bist du nicht die Einzige, glaube ich. Na, wie bitte was? Ob ich was machen kann? Hast du eine Unterhose? Eine Unterhose, also. Wirklich so sexistisch oder so, das ist ganz geil hier. Das ist echt gute Frage. Nein, hier möchte ich antworten oder soll ich mal antworten? Ich habe nie Unterhose. Ich frage generell keine Unterhose. Sonst irgendwie noch inhaltlichere Fragen, oder? Ja, wie sieht es denn, also wenn du eine Unterhose tragen willst, darin aus? Die Box habt ihr genommen! Hast du genommen? Wir haben Sulzbad genommen. Na? Ich trau mich alle nicht. Jetzt seid ihr unter Druck, ne? Weil jetzt meine sexistische Frage stimmt. Da rechts ist eine Frage. Hügel, Schwarzfänger. Habt ihr echtes Koks? Ja, wir haben echtes Koks genutzt. Weil das total Sinn macht. Wie sollen wir den dann noch drehen? Natürlich nicht. Das war natürlich Heroin, mein Gott. Danke, es ist sehr lange geschrieben. Aber es freut mich, dass euch gefallen hat. So. Ich hab mir vorher gedacht, wenn die Frage kommt, ich habe mir leider eine Stimmbandentzündung. Ich würde sehr, sehr gerne für euch singen. Der Thomas hat vorher so schön gesungen. Der Stefan, Entschuldige. Thomas hat so schön gesungen. Aber Stefan hat so gut gesungen. Nochmal? Ja, ich sag's dir einmal. Aisha, Aisha, Aisha. Das stimmt schon. Ich hatte keinen Recall, aber es war trotzdem schön, auf eine ganz absonderliche Art und Weise. So, wollt ihr Film gucken lieber? Ja, wenn es mal Berlin-Köln gewesen wäre, es war Berlin und Gallenkirchen. Das waren die Drehorte. Das kam so zustande, dass... Weil seine Geburtstag vom Regisseur ist. Das stimmt, Geilenkirchen. Geilenkirchen ist der Geburtstag von Regisseur. Und deswegen war das für ihn besonders günstig, da zu pennen. Weil seine Eltern. Ja, oder? Das ist Königsberg. Ich glaube, sie essen. Genau. Wir haben da ja auch gepennt. Für seine Eltern? Wirklich? Was ist der Oma? Ich weiß, was ist seine Oma? Keine.
So. Ein klein bisschen nach vorne gehen. Dann also jetzt spielen sie schon das Feedback ja, ein. Ich weiß nicht. 7 Wochen. Nee, das ist die Frage. Ja, wir also, was? 7 Wochen. Das stimmt. In 7 Wochen auch. Welchen Film denn? Was meint ihr denn? Insgesamt jetzt von irgendeinem Film auf der Welt, da müsst ihr doch die Chefs hier fragen, wann kommt die nächste Kinotour? Ja, dann müssen wir doch erstmal drehen, was vorher. Das ist die Frage, wann kommt überhaupt mal wieder eine Arbeit rein? Weißt du, da tasten wir hier Themenbereiche ein, die machen uns ganz traurig als Gruppe, weil damit beschäftigen wir uns momentan noch gar nicht. Kommt da nichts rein. Ich muss erstmal, ja. Die armen Schauspieler, du sagst ja total richtig. Wenn uns jemand Arbeit gibt, dann kommen wir auch wieder zurück auf Kinotour. Da stelle ich jetzt mal eine ganz kurze Frage. Elias, ich würde gerne mal wissen, Elias, wie viele Leute denken denn wirklich, dass du Türke bist? Tunesier! Musst du die Leute fragen. Mich. Also wer denkt, dass ich Türke bin? Hier war die Antwort, Tunesien! Ich habe ja nicht gefragt, wo er herkommt, Mensch. Nee, warte mal, die wissen es alle mittlerweile. Ah, sehr gut. Kannst du Türkisch? Österreich, ja. Und Tunesien, richtig. Mein Vater ist Tunesier, meine Mutter Österreicherin. Kannst du Türkisch, wurde gerade gefragt? Leider nicht. Aber du wolltest Französisch lernen, oder? Wie bitte? Wolltest du nicht mal Französisch lernen? Ich wollte auch mal Französisch lernen, ja. Ich habe meine Mutter und ich haben sogar mal einen Französischkurs angefangen. Aber nicht beendet, nicht? Ja, stimmt. Wir waren aber ganz anders schon ambitioniert. Kannst du noch irgendwas? Nee, ne? Hallo? Doch, Aisha. Salut. Aisha. Ihr habt viel Sex beim Film, haben sie gesagt. Hat irgendjemand von euch beiden in einem Interview gesagt, dass viel Sex irgendwie im Spiel war? Stimmt das? Viel Sex oder viel Sex? Wenn wir das im Interview gesagt haben, dann wird das wohl stimmen, ne? Ich glaube, es wurde behauptet, Ilias hat gesagt, ich hatte viel Sex mit Nora. Ich hatte viel Sex mit Nora. Hat ich gesagt? Ilias. Hast du gesagt? Okay, aber jetzt wird es echt privat, ohne Scheiß. Das war wahrscheinlich. Ich dachte, wir bleiben beim Film. Ja, aber das, was er meint, war halt nur privat. Aber der Dreharbeit war super professionell. Aber sonst läuft's rund, mein lieber Scholli. Habt ihr denn mit dem Film Sexszenen? Ob wir in dem Film eine Sexszene haben? Du guckst ihn doch gar nicht! Ist das das Einzige, was dich interessiert? Vielleicht hat sie Angst davor. Pass auf, ich sag mal so, pass auf. Nach dem ersten Mal tanzen im Club, wenn du dir da schon anfangen willst, langsam die Augen zuzuhalten, für die nächsten 2,5 Minuten, falls du Angst hast davor, dann wäre da ein guter Punkt. Ich habe keine Angst. Da kommt aber auch keine Sexszene. Ich fände es einfach witzig, wenn du es machst. So. Ich meine, die melden sich die ganze Zeit so artig. Vielleicht. Wird bei Erfolgsfall eine Fortsetzung folgen? Falls der Film erfolgreich ist, wird es eine Fortsetzung geben. Wie bitte? Sven, also Chef von Paramount sagt gerade, ja. Wir wüssten jetzt alle nicht wie, aber das auf jeden Fall, da mal gucken. Da hast du uns jetzt auf was gebracht. Also in diesem Fall, ich glaube, wir müssen jetzt langsam abbrechen, weil die Herrschaften müssen noch weiter zum Zeit. Ja, wir haben jetzt einen neuen Job bekommen. Wir drehen jetzt die Fortsetzung. Danke. Yes, Kinotour! Also. In diesem Sinne vielen Dank an Nora Kirner, Elias Sitterheck, Thomas Schütz, Renzel, Stefan Rudolf! Und viel Spaß beim Film Offroad!